Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Ich muss ja hier erstmal weiterlaufen. Jetzt gehen wir durch die Tür und schlag mich dann mal gleich durch die Monster nochmal. Oh. So. Nochmal das Ganze. Und wieder zurück, weil ich musste ja speichern. Ist ja klar. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts jetzt aber. Hi. Hi. Wuhu. Meine Freunde. So, ich habe von meinem netten Zuschauer einen Tipp bekommen. Und zwar soll ich hier nochmal auf das kleine Schild gucken. Und das mache ich auch nochmal. Habe ich natürlich schon gemacht. Aber nochmal zusammen. Nur der ohne Sünde ist, kann dir hier helfen. Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste Weise zuteil werden. Also nur der ohne Sünde ist, kann dir helfen. Ich habe das jetzt so verstanden. Und nein, ich habe das natürlich nicht beachtet das letzte Mal, dass wir an dem ziehen sollen, den wir halt für unschuldig eigentlich halten. Und deswegen mache ich das jetzt mal. Und ich meine, das war der hier. Wenn das jetzt klappt, ne? Echt, dann weiß ich auch nicht. Dann fühle ich mich doof. Und? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ich guck mal. Wo ist denn der Weg überhaupt nochmal? War das jetzt hier? Jetzt bin ich quasi wieder drüben. Ja, tatsächlich. Nee, da hat sogar ist was runtergefallen. Ich glaub's ja nicht. Oh nee, ich habe den Schlüssel des fälschlich Angeklagten. Na toll. Und hier liegt das Papier, das das Gesicht der Leiche bedeckte. Ew. Okay. Gut, das hat geklappt. Vielen Dank, lieber Count Shrine. Das hat auf jeden Fall geklappt. Und dieser Tipp war sehr, sehr gut, weil ich habe jetzt nicht in die Lösung geguckt gehabt, sondern einfach mir gedacht, was ist denn auf dem kleinen Schild nochmal? Und ja, da hat man sich den ganzen Mist umsonst gemacht, quasi. Voll umsonst. Der ganze Schmuh. So, jetzt können wir hier bestimmt den Schlüssel einsetzen und mal gucken, was dann kommt. Ich bin sehr gespannt. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst. Wie immer. Ich habe den Schlüssel des fälschlich Angeklagten benutzt. Hat sogar geklappt. Oh, ich habe ein bisschen Schiss. Ja, gar nicht gruselig. Und da unten ist jetzt der Pyramid, oder was? Wo kommen wir denn jetzt hin? Hallo? Gott, wo sind wir denn hier? Ich möchte gerne mal meine Pistolen neu laden. Ja, wir sind im Nirgendwo, das ist ja schön. So. Die habe ich neu geladen. Die lade ich neu. Die sind auch neu geladen. Sehr gut. Wir hätten ja dann auch noch Pyramids Messer. Oh Gott, geht das da jetzt weit nach hinten? Wo geht's denn hin? Eine Tür ins Nichts, oder was? Thank you.
Hä, wir sind wieder. Also ich bin nicht rausgegangen, er ist rausgegangen. Wo geht's denn jetzt hin? Und was ist, wenn wir da nochmal reingehen? In diesem Raum, hier kann ich nichts mehr tun. Ich will nicht, aber ich werde sie einfach hier zurücklassen müssen. Okay, also sie ist einfach tot. Einfach so. Wo geht's hier lang? Hä? Wo geht's denn jetzt hin? Oh, es ist ein bisschen unheimlich. Oh. Okay, ein Erste-Hilfe-Kasten. Was ist das hier? Oh, wo sind wir denn hier? Oh, ein Friedhof. Ich habe Schrotpatronen. Da hinten liegt auch noch was. Ich erinnere mich an diese Stelle. Wir können jetzt hier... Er guckt da ja auch noch hin. Warte mal, ich will mich hier aber nochmal erstmal in den Ecken umgucken und alles einsammeln. Schrotpatron. Sieht nach Kampf gleich aus. Die Musik ist natürlich so voll Alessa-mäßig. Und wir können speichern, da ist auch noch was. Steht da was? Nee. Oh, sie haben eine Trophäe. Gutes Auge. Aha. Hier ist ein tiefes Loch, aber es ist nichts darin. Hier ist ein tiefes Loch, aber es ist nichts darin. Wirst du gehen? Oh Gott, wir sollen dann ins Grab springen. Was steht denn auf den anderen Gräbern hier? Also, wir haben hier einmal... Hier steht ein Name auf dem Grabstein. Eddie Dombrowski. Auch einer, den wir hier jetzt aus dem Spiel kennen. Eddies Grab ist hier. Also sind sie tot, ja? Dann versteht man das jetzt auch. Sie sind tot. Hier steht ein Name auf dem Grabstein. Angela Roscoe. Ja, Angela liegt hier auch angeblich begraben, auch wenn die Gräber leer sind. Und jetzt kommt das Furchterregende. Hier steht ein Name auf dem Grabstein, James Sunderland. Hier steht sein eigener Name auf dem Grabstein und er sagt nicht mal was dazu, ey. Es ist so eklig. Sehr, sehr unheimlich. Was ist das hier eigentlich? Weiß ich nicht, was das ist. Wir sind hier auch auf einmal... Walter Sullivan liegt hier begraben. Auf dem Friedhof. Von dem haben wir auch gelesen. Der aus der... in der Psychiatrie halt da... sich irgendwie erstochen hat und andere oder so. Der auf jeden Fall auch noch eine Rolle spielt in Silent Hill 4. Der Name auf dem Grabstein ist zu zerkratzt, um ihn lesen zu können. Steht ein Grabschrift. Dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hingerichtet und hier zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Was ist das hier eigentlich auf dem Boden? Weiß ich auch nicht. Der Name auf dem Grabstein ist zerkratzt. Haben wir jetzt alles angeguckt? Ich verstehe halt nicht, was das hier für Fehler sind, die hier irgendwie stehen. Miriam Kay, Verräterin. Okay. Die sind alle zu zerkratzt. Auch, dass Walter Sullivan hier liegt, ist für mich gerade so total faszinierend und unheimlich zugleich, weil wir von all diesen Personen gehört haben. Nur von dieser Miriam Kay, die sagt mir gerade nichts. Gut, ich speichere ab. Auf jeden Fall speichere ich jetzt hier ab. Und dann springen wir in sein eigenes Grab. Das ist schon echt krank. Stellt euch mal vor, ihr werdet auf so einem Friedhof auf einmal. Also ihr werdet die ganze Zeit in der Kanalisation und kommt ihr raus. Und auf einmal seid ihr hier im Freien auf so einem Friedhof. Und da sind dann Gräber und da steht euer eigener Name. Da denkt man doch irgendwann, man ist tot und irgendwo im Jenseits in der Hölle oder so. So, wir sind in unser Grab gesprungen und gehen eine tiefe Treppe hinab. Uff. Das ist schon sehr, sehr gruselig. Was sind das hier an den Seiten? Da kommt irgendwie so Nebel raus oder so. Es geht einfach nur immer weiter und weiter. Jetzt wird's voll blutig.
I, so eine Tür in Blut. Unheimlich. Eddie, what are you doing? What does it look like? You always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit! You make me sick! Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill them. Just like that. Eddie. You gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Oh. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Wow, okay, wir wurden angeschossen und wir müssen uns jetzt gegen Eddie verteidigen. Das werde ich einfach mal mit dem Jagdgewehr machen. Das haben wir noch nicht benutzt und ich probiere es einfach mal. Hallo. Oh, 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 oh. Oh, oh. Wow. Mach schon. Okay, das war jetzt nicht so schlimm, wie ich dachte, aber wir haben ganz schön was weggesteckt. Eigentlich hat er uns voll ins Gesicht geschossen. Ich hätte mir eher vorgestellt, dass der jetzt voll drauf geht. Uns geht's auch richtig schlecht, aber er hat überlebt. Er kriegt halt einfach mal einen Schuss ins Gesicht und überlebt. Ich finde das super. Ich muss das hier nicht alles 1000 Mal nochmal machen. Ich bin froh, dass das so schnell vorüberging. Ich habe eigentlich gedacht, das wird voll der Mega-Bosskampf. Aber anscheinend geht's. Hinter ihm her! Wo sind wir denn jetzt? Ach, warte, ich laufe, glaube ich, gerade zurück, ne? Er ist in die andere Tür. Ich habe mich schon wieder vertan. Uh-oh. Uh-oh. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look. After you've been laughed at your whole freaking life. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts out. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Oh. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party. Oh oh. Was muss ich machen? Oh. Was
muss ich denn machen? Vor ihm wegrennen, auf ihn schießen? Oh. Er kommt voll hinter uns her. Hör mal auf hier, Fetti. Hör mal auf mit dem Scheiß. Ich will auch. Lass mich. Warte, ich muss mal was nehmen. Oh. Ja, komm. Geht doch. Ich war schneller. Eddie? Eddie. I killed a human being. Aber sonst hätte er dich umgebracht, Mann. Was hättest du machen sollen? A human being. Ja, sonst wärst du erschossen worden. Entschuldigung. Mary. Did you really die 3 years ago? Okay. Also, wir sind auch ziemlich angeschlagen. Wir werden jetzt auch nochmal hier was nehmen. Davon nehme ich mal 2 Stück. Dann geht es ihm auf jeden Fall schon mal wieder besser. Und ja, Eddie lebt nicht mehr. Den haben wir jetzt erschossen, aber ich denke mir, der war irre. Der hat die Leute alle umgebracht. Der hätte uns sonst umgebracht. Oh. Hier ging es sogar raus. Mal gucken, was jetzt kommt. Voll die erste Runde, zweite Runde. Kommt jetzt die dritte Runde? Okay, ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich nehme mal wieder die Pistole in die Hand. Hallo? Hier ist irgendwie nichts. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Es ist übrigens auch sehr faszinierend. Steht auch überall so, dass... Was? Achtung, betreten verboten. Dass es sehr seltsam ist, dass... Oh, hier können wir speichern. Dass man halt total lange in der Kanalisation rumgelaufen ist und dann aber auf einmal halt rauskommt beim Friedhof und jetzt wieder halt quasi oben ist. Also wir sind ja mehrere Male in die Löcher gesprungen. Und dementsprechend, also ich weiß, was die Löcher bedeuten, ich kann es nur immer noch nicht an der Stelle sagen, weil wir das Ende, ich kann das Ende ja nicht verraten. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig und daran merkt man halt auch, dass das alles irgendwie so ineinander verwoben ist und ja, und ob das alles halt überhaupt so passt, wer weiß. So, ich nehme jetzt einfach mal hier und überschreibe das hier, weil meine Speicherplätze anscheinend voll sind. So. Und dann laufen wir mal weiter. Das ist halt wie eine andere Welt und man weiß halt nie, was ist jetzt eigentlich real und was ist nicht real. Sind wir überhaupt gerade in einer realen Welt oder nicht? Hier ist ein Boot. Wo paddelt er denn jetzt hin? Auch wieder so ins Jenseits, in eine andere Welt? Keine Ahnung. Achso, wir müssen jetzt paddeln. Ja, das stimmt. Das kenne ich sogar noch. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie so weit paddeln, bis wir so ein Licht sehen oder so. Aber leider sieht man hier nichts. Achso, warte. Ich bin jetzt hier gerade aus Versehen reingegangen. Ja, tatsächlich. Wir sind hier irgendwo beim Toluca Lake sind wir rausgekommen. Und das ist halt sehr, sehr merkwürdig.
Paddeln, paddeln, paddeln. Bis wir ein Licht sehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hinpaddeln. Ob mehr nach links oder nach rechts. Es sieht halt alles gleich aus. Einfach nur neblig. Hallo. Wir schwimmen. Wir paddeln ins Jenseits oder in unser Verderben. Mach mal so ein bisschen nach rechts hier. So. Geh mal weiter. Komm schon. Ist da mal ein Licht jetzt? Einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ach, guck mal hier, so ein bisschen nach da, lieber mal. Vielleicht sehen wir ja eher mal was, wenn wir uns drehen, genau. Jetzt sind wir auch die ganze Zeit voll falsch gepaddelt. Hallo? Ich weiß nicht, wo lang. Kommt da mal so ein Hinweis oder so? Da. Endlich. Nein, nein, nein. Geh mal da lang. Da lang. Hallo. Genau. Dreh dich mal dahin. So. Und da schwimmst du jetzt hin. Yeah. Willkommen, Licht der Hoffnung. Wenigstens haben wir jetzt endlich mal einen Zielort. Ach Mann, wo schwimmt er denn jetzt nur hin? Ich mache mir ein bisschen Gedanken um James. Er hat zwar über das Spiel immer nicht viel gesagt und man weiß halt irgendwie gar nicht, was er so fühlt und denkt und so, aber irgendwie tut er mir auch leid, weil er halt total verwirrt ist und alleine und ich weiß auch nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben irgendeinen Anlegeplatz gefunden, immerhin. Weg von diesem nebligen See, raus aus der Kanalisation, weg von Eddie, weg vom Labyrinth vom Pyramid Head. Ach, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Dieses Labyrinth unten in der Kanalisation ist angeblich, das Gemach, die Häuser. Das Zuhause von Pyramid Head. Da fühlt sich Pyramid richtig wohl. Das ist sein Zuhause, die Kanalisation. Ja. Falls wir nochmal einen Kaffee mit ihm trinken wollen, dann können wir ihn halt ja da immer besuchen jetzt. Wo sind wir denn jetzt?
Wo guckt er hin? In das Hotel? Dieser Ort hat sich in den 3 Jahren überhaupt nicht verändert. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber irgendwie habe ich irgendwie kein gutes Gefühl an diesem Ort, wo wir gerade sind. Und steigt er eigentlich nochmal ins Boot? Nö. Nee, aber ich werde jetzt hier einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 2. Es ist ja hier auch schon wieder eine Menge passiert. Und ja, mal gucken, ob das Finale jetzt schon bald ansteht. Ich habe so das Gefühl, wir nähern uns sehr dem Ende. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann.